Hallo du, wir sind wieder zurück in Sims 3 und jetzt freue ich mich wieder mega. Ich hab mir eben gerade wieder ein DLC gekauft, so mit der Zeit holen wir uns immer mal wieder was dazu. Und dieses Mal ist es die Jahreszeiten. Ja, ich dachte, es ist auch ein bisschen Regen und so. Wozu muss ich mir denn einfach ein neues DLC dazu holen? Das ist ja Quatsch, aber Regen in Spiele ist ja an sich schon sehr originell, sehr, ich weiß nicht, das hat irgendwas. Das ist so ein bisschen. Ja, natürlich ist halt, ne? Ich mag das eigentlich. Regen in Spiele, das hat was. Und deswegen, naja, und noch aus viel mehr Gründen, weil ich eben auch festgestellt habe, dass da noch viel, viel mehr drin ist als nur Regen. Ein bisschen Wasser da in Sims 3. Nein, da gibt's noch viel mehr. Da gibt's auch Schnee. Nein, nicht nur das, sondern noch viel mehr. Ja, jetzt kriege ich hier gerade eine Meldung. Ich habe das Spiel ja gerade angemacht. Und da wollen wir doch mal gucken. Wir lassen uns doch mal ein bisschen rumführen. Brauche ich nicht speichern. Das haben wir ja noch gar nicht geladen, richtig. Das heißt, wir haben noch nichts verändert. So, und hier haben wir schon. Platziere Festgelände. Ah ja, hier machen wir aber immer mehr Wohngebiete weg. Das gefällt mir ja nicht auch nicht so. Ich will ja keine Wohngebiete verschwinden lassen. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch vielleicht ein Grundstück haben, was uns frei. War da nicht irgendwas? Dass da vorher was anderes stand? Ist das verschwunden? Aber nee, wenn es so wäre, würde es ja da drauf stehen. Ne? Wir schauen uns mal um. Oder kann ich es einfach irgendwo hinklicken? Glaube ich jetzt mal nicht, ne? Nur da, wo es heller ist, wahrscheinlich. Ja, wie hier. Nee, das mache ich nicht weg, dass der Hundeplatz. Aha. Man kann es nicht einfach irgendwo hinmachen. Nur da, wo es hell ist. Das ist schon gemein. Hier hinten könnte ich es draufsetzen. Das Grundstück ist an sich schon ziemlich groß, aber obwohl, warte mal, das ist ja kein Haus oder sowas. Das ist eine Fische, ne? Fischrefario, ein Angelplatz ist das. Na, da könnte man das doch machen. Dann klicke ich es mal dahin, ne? Ich hätte daneben klicken sollen. Ich weiß, ich habe falsch geklickt jetzt. Oder? Nee, eigentlich nicht. Das wird gerade bearbeitet, das wird gerade da reingesetzt. Dann warten wir mal geduldig. Da ist es. Tada. Gut. Nehmen? Nee. Nehmen wollen wir es ja nicht direkt. Ach doch, der hat es direkt reingesetzt. Naja, warum nicht? Passt doch irgendwie. Gut. Das ist ein Festgeländer. Sehr gut. Ja, da speichern wir mal. Sonst ist das wieder verschwunden. So, jetzt warten wir, bis es gespeichert ist. Das kann man ruhig in so einem Riesenprojekt, das wir hier laufen haben, da kann man das ruhig direkt machen, während der Aufnahme ruhig mal machen. Weil, ja, dann könnt ihr das halt mitverfolgen und nachvollziehen, was ich hier mache. Da hat man doch einen viel besseren Überblick, denke ich mal. So lange dürfte das Speichern nicht dauern. Nein, ist schon fertig und hier sind wir schon wieder zurück in unserer Haus mit ganz vielen Leuten, vollgestopft mit Leute. Hier sind ja nicht nur vier Erwachsene, sondern da sind ja noch mehr. Und ja, dann würde ich mal sagen, lassen wir mal laufen. Wir haben hier ein Pferdi, ein Fohlen haben wir auch. Das ist da drüben. Was schon erwachsen? Ne, das war das Fohlen, ne? Schoko. Genau, Fina ist das Fohlen, richtig. Und Fina ist total schlecht drauf. Wir müssen mal gucken, was da los ist. Es hat Hunger. Das ist ja kein Problem. Da kann man ja schnell mal was fressen und was trinken. Ja, und dann geht's dem Pferd auch wieder gut. Da kam gerade was, oder? Das können wir mal anklicken. Er mag ihn irgendwie. Also klicken wir mal an. Pferd rausholen. Das machen wir gleich, wenn er. Ihm geht's auch nicht gut. Aber nur weil er so schlechte Werte hat, nicht weil er jetzt gleich uns verlässt oder so. Das macht er nicht. So, was macht sie? Sie macht da gerade sauber. Sie könnte aber auch ein bisschen weiter malen. Wegwerfen werden wir hier nicht. Irgendwas? So. Sehr gut. Ist ja auch schon 4 Uhr.
Da steht er hier auch gleich auf. Ferdi ist auch gerade am Fressen und danach kann er Ferdi rauslassen. Der ist müde. Was macht er denn da, der Pedro? Die haben alle so italienische Namen hier. Das liegt daran, dass wir so eine Map hier haben, die so italienisch angehaucht ist. So, dann könnte er auch malen. Ich weiß gar nicht, warum er sich hinlegt zum Schlafen da. Der ist doch ganz gut. Warte mal, habe ich jetzt... Nee, ich habe es richtig gemacht. Der soll malen. Und sie auch. Und da pennt er? Seltsam. Joachim pennt. Der hat gute Werte hier. Der braucht nicht schlafen. So, du rennst hier nackig rum. Hol mal das Pferd raus. Ja, jetzt kommt's raus. Sehr gut. Dann wollen wir ihn mal beschnüffeln lassen. Zuneigung. Hand beschnüffeln. V-Hagen hat Geburtstag. Das ist er. Er hat Geburtstag. Ui, jetzt wird er auch alt. Jetzt haben wir keine jungen Leute mehr. Alle sind alt geworden. Oh je. Ja, wie gesagt, wir werden gucken müssen, dass hier mal Jüngere reinkommen. Und ein Pärchen, damit sie mal Babys machen. Dann müssen wir die leider rausschmeißen, die anderen. Hat es jetzt geklappt? Irgendwie nicht. Achso, da muss ich vielleicht umgekehrt machen. Machen wir nochmal langsamer. Dann müssen wir ihn... Wo ist er? Da sitzt er auf dem Töpfchen. Kann ich nicht anklicken. So, er muss mal hier rauskommen. Hierher gehen. Dann werden wir ihn mal beschnüffeln. Wo ist denn das? Malz? Freundlich? Beschnüffeln. Genau, das machen wir. Von Irene umarmt werden? Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Müssen wir mal gucken. Die ist auch hier im Haus. Das ist Irene, wa? Ja. Umarmt werden? Das müsste ja sie machen. Das kann ich nicht. Höchstens beschnüffeln oder so. Ich kann sie nicht steuern. Gut, die beiden sind immer noch am Malen da. Und das Geld kommt, ne? Wir sehen, 13.000, fast 14.000 haben wir jetzt hier. Und in ihrem Alter malen sie Bilder halt, ne? Die haben studiert, die haben ein schönes Leben gehabt. Und jetzt haben sie es ja immer noch, wenn man so will. Der kann auch mal was tun. Und zwar mal die vergammelten Zeitungen weglegen. Genau. Recyceln. Recyceln. Gut, dann gucken wir mal, Ferdi, was es so alles kann. Da kann man es ja schon fast verkaufen, wa? Warte mal. Wir müssten eigentlich mehr aus dem Pferd machen. Normalerweise müssten wir eigentlich gucken, dass das Pferd viel mehr Punkte hat. Dann gibt es auch mehr Geld als nur 3.000. Was ist denn jetzt? Wieso ist das Pferd schon wieder da drin? Leckerchen geben, rauslassen. Die stehen da alle im Weg, haben nichts Besseres zu tun. Na gut, dann klicken wir ihn mal an und dann soll er mal hierher gehen. Herumgaloppieren geht ja nicht. So, jetzt aber. Zuneigung. Hand beschnüffeln lassen. Zuneigung, streicheln. Halskraulen machen wir auch. Mal sehen, wie weit das alles funktioniert. Versuchen wir mal aufzusetzen. Das will er irgendwie nicht. Er will Heu verteilen. Gut, dann soll er mal machen. Wahrscheinlich brauchen sie Essen und das Pferd ist schon wieder müde, was? Boah, krass, das können wir schon wieder vergessen. Ich wollte doch gerade mit dem Pferd ein bisschen darauf hinarbeiten, dass es... Nee, das wird nichts. Dass das Pferd ein bisschen trainiert wird. Da verkaufen wir es wieder.
Tja, und so muss man immer weitermachen. Das werden wir dann auch schon... Werden wir da auch schon mal gucken. Da malt jemand anders, das ist egal. Ich glaube, er ist das, ne? Giuseppe, ja genau. Der malt für uns Bilder. Und guckt euch das an, das ist das DLC. Das erste Mal in einer ganzen Aufnahme hier komplett regnet es. Ja, mal sehen, was uns noch alles erwartet. Wir haben jetzt ein natürliches Wetter. So muss das eigentlich auch, so muss das eigentlich auch sein. Da hat es gerade auch ein bisschen geregnet unter dem Pferd. Das Pferd hat geregnet. Und so muss es eigentlich auch sein. So ist es natürlich halt. Die Jahreszeiten gehören einfach dazu. Deswegen werden wir auch im vierten Teil mal gucken. Also in Sims 4 mal gucken, dass wir das mal rankriegen. Ah ja, er hat ein Bild fertig gemalt. Nee, noch nicht. Er hat aber Punkte bekommen. Er ist Stufe 3. Immerhin. Da müsste man ja noch eine Staffel aufstellen. Das wäre auch eine Idee. Warum nicht? Er ist ja... Er könnte ja auch schon zu Hause bleiben und Bilder malen. Da gibt es doch viel, viel mehr Geld. Eigentlich sollen alle zu Hause bleiben und Bilder malen. Ich guck mal. Wo haben wir denn die Staffelei? Das war... Da war's. Da könnte man doch gleich zwei aufstellen. Die sind doch beide gleich, oder nicht? Warum kostet eine 325? Na egal. Kaufen wir beide. Die sieht halt schöner aus. Wir haben gar keinen Platz hier unten mehr. Da geht's auch nicht. Das Haus ist einfach zu klein eigentlich, ne? Das ist ja der Witz. Das weiß ich ja auch. Eigentlich auch gar nicht für so viele Leute bestimmt hier. Deswegen, da werden wir noch was ändern. Da werden wir auch noch Häuser bauen. Ich müsste noch eine irgendwo hinstellen. Wir haben ja vier Personen hier. Ach nee, drei reichen erstmal. Ich weiß sowieso nicht, ob wir das so lassen. Obwohl, es rutschen immer wieder welche nach. Ne? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein neues Pärchen hier eigentlich, weil die anderen alle zu alt sind. Da malt wieder einer. Ja, da gibt's nämlich Geld. Joachim malt. Sehr gut. Und da oben? Gucken wir mal. Da könnte man da oben eins hinstellen. Ich mach's einfach mal. Ist doch egal, ist alles Geld. Achso, ich muss ja hier erstmal anklicken. So. Da oben ist gleich die gute. Genau. Da passt ja noch eine hin. Notfalls würde hier auch noch eine hinpassen. Mal gucken, ob da einer von alleine malt. Warten wir noch mal ab. Warte mal. So. Da ist das Pferd noch am Schnarchen. Es braucht Bewegung, ja, ja, sicherlich, klar, natürlich. So, versuchen wir es nochmal. Steigt mal auf. Ein bisschen Energie hat sie schon. Ach, der reitet mit dem anderen Pferd gerade durch die Gegend. Na gut. Dann mach du das mal. Aufsitzen. Das klappt ja, ne? Das hatten wir ja auch schon gemacht. Er will irgendwie nicht. Warum? Hunger? Naja, so schlimm ist sein Hunger gar nicht. Versuchen wir es nochmal. Zuneigung, reden, streicheln. Er kann es auch machen. Ist mir nicht egal. Er will nicht. Da ist wieder irgendjemand älter. Er ist älter, ja. Er hat ja Geburtstag. Jo, ich weiß nicht, ob das immer so ein freudiges Ereignis ist, dass jemand... ein alter Mann wird. Oh je, jetzt haben wir nur noch alte Männer. Joa, warum denn nicht? Da wird gefragt, ob Giuseppe an einer Verabredung interessiert ist. So, dann gucken wir mal. Fina aufsitzen. Extrem duschen will er. Wieso? Achso. Naja, die Werte sind nicht so gut. Jetzt geht er mal ein bisschen muffelig aufs Pferd.
wird er mal drauf klettern. Nein, er will nicht. Oder das Pferd fühlt sich beleidigt. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir hier wieder? Die schlafen schon wieder. Die haben keine Energie mehr. Warte mal, er liegt doch da. Warum? Jetzt will sie plötzlich nicht mehr. Ach, da ist jemand anders im Bett. Nee, der ist da hinten. Wieso ärgert sie sich? Sie will lieber mit ihm schlafen oder was? Was geht denn da ab? Sag mal. Ah, der hat eine Verabredung, ja, wie wir das hier schon gesagt haben. Hey, ist gar nicht schlecht. Mach das ruhig mal. Obwohl sie ja, Veronika, ja. Obwohl sie ja eigentlich, sie sieht jünger aus. Soll er sie nochmal fragen, wie alt sie ist oder so? Ist zwar unhöflich vielleicht, aber mach mal einfach mal. Freundlich. Nein, nicht flitzen. Au, nicht flitzen. Nein. Pass auf, sonst geht er gleich weg. Freundlich. Plaudern. So, freundlich. Hm, wo steht denn das? Fragen, wie alt sie ist. Tratschen. Finde ich jetzt hier gar nicht. Romantisch. Nach Sternzeichen fragen. Das kann man ruhig machen. Letzten fragen, ob sie Single ist. Sicherlich wird sie das sein. Kompliment über Aussehen machen. Wo haben wir das denn? Irgendwo gibt es sowas. Fragen, wie alt sie ist? Chaka. Haben wir es aber immer noch nicht. Kennenlernen. Ist aber auch nicht das, was wir suchen. Über Regen reden, das ist neu. Sowas gab es auch vorher noch nicht. Das haben sie jetzt hier auch mit reingemacht. Ah ja. Ja, da ist ganz viel drin im Jahreszeitenpaket. Es lohnt sich echt, das zu holen. Da erwartet uns noch einiges. Eigentlich sollten sie auch mal einen Regenschirm haben. Wäre von Vorteil. Ich gebe dir mal Regenschirme. Gibt's das vielleicht hier irgendwo? Außen Beleuchtung. Outdoor-Aktivitäten, da könnte das schon sein. Nee, warte mal, wir können ja auch nach Paket suchen. Woanders nochmal. Hier. So, da müsste eigentlich Jahreszeiten irgendwo sein. Deko, Fahrzeuge. Geht das hier noch runter? Nee, ne? Wir haben ja nur Tierbedarf. Muss ich mal überlegen. Hier sind ja nur Autos, das ist ja klar. Das sind so Babysachen, logischerweise. Unterhaltung. Windsurfen. Ja, das gehört, glaube ich, alles dazu. Das Windsurfen. Runterscrollen kann man hier nicht. Wie ich hier sehe, Familieninventar. Ich wollte mal irgendwie was. Vorschlagkammer. Nee, das was zum kaputt machen. Erstelle einen Stil. Verschiedene Sanitär. Duschen, alles. Toiletten, ja, das ist alles hier die Sachen. Ich sehe hier nichts von außen. Sachen. Unterhaltung hier höchstens. Partys, Hobbys, Fähigkeiten. Hobbys und Fähigkeiten. Auch da könnte wieder ein Regenschirm sein. Ich sehe hier keinen. Vielleicht seht ihr einen. Snowboards. Ah. Sehr schön. Sport. Bei Sportsachen werden hier wohl keine Regenschirme sein. Eigentlich normalerweise Außensachen. Ne? Das müsste also hier eigentlich zu finden sein. Und Außenbeleuchtung, Außenaktivität normalerweise, also hier. Da gehört ja auch ein Regenschirm dazu. Hufeisen. Ja, da erwartet uns noch einiges hier. Da können wir uns noch ganz viel machen, aber eigentlich möchte ich als erstes da mal, da sparen wir ja gerade drauf hin, dass wir uns da endlich mal und endlich mal
ein größeres Grundstück leisten können. Jetzt bin ich im Moment am Gucken hier nach einem Regenschirm. Warum finde ich denn das nicht? Das ist ja alles in der Wohnung, das kann ja nicht sein. Gartensachen, ne? Garten wäre das draußen. Finde ich aber auch nicht. Empfohlene Inhalte filtern, ja. Da können wir es natürlich auch machen. Einfach tierisch. Inselparadies. Ja, das sind alles die Sachen, die wir haben. Wildes Studentenleben. Jahreszeiten, da haben wir es ja schon. Da klicken wir mal die anderen Sachen aus. Das ist am einfachsten. Benutzer definiert. So, jetzt müsste normalerweise... Nee, dann schaltet er den Filter wieder aus, oder? Ach nee, jetzt hat er das eingeschalten, oder? Ich teste das mal. Da kommt nämlich mehr. Ach ja, dann machen wir das weg. So. Dann sollten wir eigentlich jetzt... Jetzt haben wir nur Jahreszeiten-Sachen. Was hier alles gibt, wa? Krass. Regenstopper. Wasserfest. Aha, ein Regenstopper. Deswegen konnte ich es auch nicht finden. Das nennen die hier nicht Regenschirm, sondern Sonnenschreck. Ein Regenstopper. Gut. Da kann man auch schön bunte holen. Ich will jetzt nicht 10 Regenschirme kaufen, aber man kann ja mal so ein oder zwei holen. So. Hier haben wir einen und... Familienspaß. Wasserarena. Krass. Sag ja, was hier alles so gibt. Machen wir hier noch einen. Einen schönen bunten. Legen wir einfach mal so hin. So zwei Stück. Und schon geht's weiter. Ja, dann machen wir hier weiter in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch nächstes Mal dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare über Tipps oder so. Freue ich mich immer wieder. Und ich sollte auch mal mehr so diesen Modus hier benutzen. Da muss ich erstmal gucken, wie das geht. Mit den Fotos machen und das Inventar verschwinden lassen. Hier kann man Fotos machen, aber dann geht auch ganze Teil hier weg? Nee, ich darf rechnen doch nicht. Also nicht Merkmal herausgefunden. Ja, da sind sie beschäftigt, aber irgendwie geht das alles, wie gesagt, weg. Und das gucke ich mir dann auch nochmal an. Da kann man nämlich auch schon Fotos machen und kann man dann schöne Thumbs davon machen. Die sehen irgendwie schöner denn mehr aus, denke ich. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, ein Dislike. Schreibt doch mal was in die Kommentare, Sachen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und was man noch machen kann, macht doch mal Vorschläge. Wir haben hier echt schon ziemlich viel Inhalte für Sims 3. Wir können einiges bewegen. Und das habt ihr ja gerade auch eben gesehen. Und wenn ihr noch nicht habt, lasst doch mal ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen, ganz ehrlich. Und ansonsten bis zu meinen anderen Videos. Tschö mit Ö.